Ich bin Steffi, ich bin 27, ich bin eine Mami von einem 3-jährigen Töchterli. Ich war 17, als ich die Diagnose bekommen habe, was in diesem Moment eine grosse Erleichterung war. Weil ich schon die ganze Kindheit durch immer ein so Verdauungsprobleme hatte und man hat es dann so ein auf einen komplizierten Magenreizdarm geschoben. Ich hatte auch immer ein mehr auf den Hüften, wo man nicht erklären konnte, woher, weil ich eigentlich sehr bewegungsfreudig war und normal gegessen habe. Und das hat mich dann eigentlich in der Teenagerzeit recht mögen. Ich bin ja dann auch gecancelt worden vom Gewicht her. Und dann bin ich mit meiner Mami zum Hausarzt gegangen und der hat dann einfach mal so ein bisschen umgetastet, ein bisschen gefragt und gefunden, ja, Lebensmittelvergiftung. Und vorher war mein Schmerz so über den ganzen Bauch herum verteilt gewesen, und dann hat er sich eigentlich so ein bisschen beim Blinddarm manifestiert gehabt. Und aufgrund hat er gesagt, ja, Blinddarmentzündung ins Spital, um quasi operieren. Und dann bin ich dann dort angekommen, auf dem Schrank gelegen quasi. Schmerzmittel haben sie mir verweigert, dass die Diagnose korrekt gestellt werden kann. Und dann haben sie da immer schön im Bauch so eingedrückt und dann so spicken lassen. Das hat so weh getan. Und dann sind sie sich aber absolut nicht einig gewesen. Die einen gefunden, ja, ja, Blinddarm. Die anderen, nein, es ist komisch, weil da tut es nämlich auch noch weh, so ein bisschen weiter oben. Und dann ist eine Studentengruppe, hat eine Führung im Spital. Und der Dozent kam zu mir und so, ja, da haben wir jetzt gerade so ein Paradebeispiel, das nicht eindeutig ist manchmal. Und dann haben sie dann davon diskutiert und irgendein Student zuerst hinten in der Gruppe hat dann so, ja, könnte es echt eine CED sein? Ich so, was ist eine CED? Und dann hat der Dozent das geschaut und gefunden, ja, mal, könnte noch sein. Und hat den Input, den sie dann eigentlich weiter haben müssen, den Behandelten ernst geben. Und dann fand ich, ja gut, dann machen wir eine MRI. Und dort hat man dann schon gesehen, ja, mal, da hat es eine Entzündung da. Und dann haben wir dann die Besprechung gehabt, wo er mich dann so eröffnet hat, dass es Morbus Crohn ist. Jetzt bin ich zwar therapielos und ich fühle mich gut und ich kann Unternehmungen machen, aber du bist trotzdem neu eingeschränkt. Das betrifft dich irgendwie in allen Rollen. Also, wenn du eine neue Arbeitsstelle antrittst, ist schon mal, ja, wann sagst du es? Sagst du es beim Vorstellungsgespräch? Es kann sein, dass ich jemanden mal ausfallen vielleicht. Sagst du es nach der Probezeit? Also, das ist ja immer so ein heikles Thema. Dann betrifft es dich als Mutter. Wenn du mal nicht magst, musst du es deinem Kind irgendwie erklären. Wo ich übrigens ein mega cooles Büchlein habe. Das heisst Mamas Bauchmonster. Und da wird so erklärt, dass wenn ich etwas Falsches gegessen habe, dass dann das Bauchmonster quasi rebelliert und es mal wieder Bauchweh hat. Und wir können mit dem sehr gut umgehen, denn es ist einfach das Bauchmonster. Es ist bei uns jetzt einfach das Bauchmonster. Und irgendwie hilft mir das selber auch nochmal, dass wir jetzt akzeptieren, weil es ist für mich, es gehört zu mir, es ist ein Begleiter, aber es ist nicht bestimmend. Und das ist auch ein Punkt, wo ich lange gehadert habe, eine Last zu sein für andere. Und nachher, egal, wie man sagt, du, nein, ich habe ja nichts dafür. Es gehört einfach zu mir als Begleiter. Und unterdessen sind wir da recht locker im Umgang. Also wenn jetzt irgendetwas ist, dann kochen wir eine Woche voraus. Schon immer so, dass ich es verträge. Dass wirklich die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass wir gehen können. Das ist auch so etwas, du hast kein so ein Grundrezept, wo du dich daran halten kannst. Und was auch wichtig ist, was ich irgendwie selber auch nicht so wahrgenommen habe, ist, den Körper wieder zu lesen lernen. Also bei mir ist wirklich, wenn ich jetzt merke, es fängt an zu zwicken, dann weiss ich gerade, okay, jetzt musst du mit dem hören.